Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben bei den Wölfen. Und schauen wir mal, was wir da jetzt genau machen müssen. Sprich, nee, Moment, sprich mit Chris, dem Anführer der Wolfsjägerzunft. Der ist irgendwo da. Da hinten ist ein zorniger Wolf, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Aber die Nachtheulwölfe sollten eigentlich nett sein, nehme ich mal an, weil die sind auf jeden Fall in Gelb. Was ich persönlich sehr cool finde, weil wir haben ja unser Wolfsrudel in Teso. Where is the person the Lord's aid was supposed to send? Maybe we should postpone the contest. Ich habe den Köder dabei. Ah, you're the adventurer my aid told me about. Wait, is that new wolf bait? Good. The old bait didn't work very well. I'm grateful for your help. The hunting contest is the pride of Castleton. Are you here to make a name for yourself? Es gibt da ein Mädchen in Castleton, das möchte Wolfsjagd andenken. What? Wolf hunting keepsakes? They were only given out in the early days of the contest. Our aides must have been mistaken. But I am really touched by your story. I can't believe the children my nephew saved still remember him. It's something to be thankful for. I have an idea. You should speak with the artisan who made the keepsakes in the past. Find him and tell him I sent you. Be warned though, the materials are hard to come by. Ach, das hört sich nicht gut an. Welche Materialien brauchen wir? Are you willing to get them yourself? If so, you're going to need to collect broken wolf fangs and radiant antler fragments. Strahlende Geweihfragmente. Okay. Ich meine, Wolfszene sollte klar sein, aber. Wolf fangs can be acquired by hunting wolves on the plains. Deer antlers can be found near Hamel's tomb. That's where the deer of the plains go to end their lives. Ah, okay, da muss ich wenigstens keine töten. Na gut. Wer ist Hamel? You don't know about Hamel. Hamel was a mysterious deer that protected the Black Owl Plains. The villagers believed Hamel was sacred and could travel through both time and dreams. Hamel drove Iscale out once, but the monstrous wolf returned with a mighty malvescence. He killed Hamel and took my nephew's life. If it hadn't been for that evil malvescence. Lately, I've been seeing more Starborn in the village. I have to admit, they make me a bit uneasy. With such strange powers, any one of them has the potential to turn out just like Iscale. I don't like to think about it. Once you collect the materials, you'll need to visit the artisan named Thomas in Castleton. Tell him it's a favor for me, and he'll happily oblige. Do me a favor. On your way to Hamel's tomb, stop by the watchtower and light a beacon fire. It's a signal that the wolf hunting contest will resume soon. Was denn noch alles? Das kann ich mir doch gar nicht merken. Zeitplan. Auf der Karte kannst du im Zeitplan nach laufenden Events. Was interessieren mich Events? Och, warum kommt das vor allen Dingen immer wieder neu? So, Moment. Wolfsjagd will ich nicht. Signalfeuer. Signalfeuer. Was ist denn jetzt wo überhaupt? Das hier dürfte die Wolfsjagd sein, nehme ich mal an, ne? Da hinten ist das Signalfeuer. Nee. Doch, Signalfeuer. Die Frage ist, was wollte er jetzt haben? Wolfs. Irgendwas mit Wolfszähnen. Ach, hier, gebrochenen Wolfszahn. Besiege Wölfe und sammle einen gebrochenen Wolfszahn. Brauchen wir jetzt einen Zahn oder müssen wir sechs Wölfe besiegen? Was ist das denn? Scharfverwandlungsstein. Ach, den Scherz machen wir mal mit. Jetzt sind wir auch ein Schaf. Ja, ja. Das ist total sinnfrei, aber es ist irgendwie lustig. Moment, ich muss eben einen Screenshot davon machen. Wir sind ein Schaf. Das sieht total bescheuert aus. Aber egal, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Müssen wir mit dem anderen was machen? Nee, oder? Weil da jetzt gerade was stand. So und so viel. Westlicher Pilgerfahrtschrein. Braucht Schafschlaf Verwandlungsstein? Was?
Oh, I failed again. Nein, ich will nicht wissen, was hier misslungen ist. Ich habe nur gehofft, wieder hier rauszukommen. Okay. Gut, nehmen wir den zornigen Wolf erstmal. Komm her. So, du sammelst die Sachen ein, ne? Einen müssen wir. Okay. Da ist noch ein. Da ist noch einen, genau. Hallo. Ich hasse das, wenn das dann so weit. Alter, was heißt, ich bin zu weit vom. Ich stehe vor dem! Was willst du jetzt von mir? Ah, jetzt. Sollte das? Ich bin zu weit weg. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ich habe den angetippt und dann wollte ich eigentlich ja... Da hinten ist noch ein... Da ist auch noch einer. Dann wollte ich den ja eigentlich... Alter, jetzt bleib doch mal stehen. Wieso kann ich nicht schießen? Wie anderer Spieler... Was für anderer Spieler? Ich will den Wolf, den ich getappt hatte, erschießen. Alter. Also, das Spiel wird irgendwie immer seltsamer im Moment. Ich weiß auch nicht. Warum sollte ich einen anderen Spieler angreifen? Das ist kein PvP-Gebiet. So, voll die nicht. So, vier. Aber die anderen greifen auch nicht an, ne? Also man, da ist schon... Ich darf... Also, okay, der hat noch Cooldown, das verstehe ich noch. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum das eben nicht funktioniert hat. Dass der mir hier immer einen... gesagt hat, von wegen, ich kann anderen Spieler nicht angreifen. Ich will keinen anderen Spieler angreifen. Ich will das Ziel, was ich getippt habe, angreifen. Mehr nicht. Hallo. Jetzt greif ihn doch mal endlich an. One of the materials for the wolf hunting keepsake is a broken fang from one of the ferocious wolves that inhabit the Black Howl Plains. Only intrepid hunters can acquire this material, symbolizing the death of Iskael the Greyfanged. 0 von 100 Mitglieder deiner Gilde schließen Widerstands, was weiß ich was ab. Wen interessiert das? Ich habe keine Gilde. Also diese, ich weiß auch nicht, warum das jetzt immer da als Hinweis kommt. Wenn ich keine Gilde habe, dann ist das ja eine Lüge, weil... Ne, es kann halt keiner aus meiner Gilde irgendetwas abschließen oder sonst was. Was ist das denn hier? Schon wieder ein Schar-Verwandlungsstein. Alter, was habt ihr alle... wieso muss man sich hier überall... Oder wieso kann man sich hier überall, besser gesagt, in Schafe verwandeln? Damit die Wölfe einen jagen können oder was? Die Frage ist jetzt, auf welcher Seite... Hier ist ein Hirsch. Den können wir eigentlich nehmen, oder? Alter, wo kommst du denn jetzt her? Ich wollte eigentlich eh drücken, nicht drei. Also das Kampfsystem ist wirklich lästig, bin ich ganz ehrlich. So, was ist mit dem Hirsch? Habe ich jetzt den Hirsch? Ist das oben oder ist das... Ah ja, es ist oben. Habe ich jetzt dieses Geweih vom Hirsch erhalten? Oder nicht? Steht hier nämlich nirgendwo drin. Leuchtfeuer. Nee, besorge immer noch ein strahlendes. Hä? Wieso muss ich das jetzt immer noch besorgen? Ich dachte gerade schon, wieso folgt ihr mir? Das ist ein Spieler. Ah... Das müssen die auch gerade. So. Krass.
gerade eine ähnliche Optik haben. So. Immer noch kein Geweih. Ah ne, warte mal. Der hat gesagt, dass die sich da zum Sterben niederlassen, oder wie war das? Gucken wir mal. Einen zu töten reicht offensichtlich nicht aus. Es muss etwas Spezielles sein. Hast du den jetzt genommen? Ja. Alter, hast du das gehört? Mehr habe ich nicht lesen dürfen. Benutze B, Rückkehr, Reise nach, bringe Thomas. Moment, Moment. Benutze B für die Rückkehr, Reise nach Castleton. Das war doch das, wo wir ganz am Anfang waren, ne? Und bringe Thomas in B, das ist ja geil geschrieben, ein Wolfsjagdandenken. Achso, bitte ihn, ein Wolfsjagdandenken anzufertigen. Okay, wir reisen jetzt erstmal zurück. So. Nee, Moment. Halt, stopp. Hat der das jetzt genommen? Ein Andenken. Ja, aber er hat es genommen, ne? Also reisen wir mal zurück. Ich dachte jetzt schon, weil der jetzt immer noch F stand, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. So. Thomas, Thomas, wer von euch ist jetzt Thomas? Hallo, wieso kann ich meine Karte nicht öffnen? Hallo? Ah, jetzt. Irgendwie hängt es heute ein bisschen, ich weiß auch nicht. Verwalter des Speichers, Thomas. Thomas ist da, okay. War das richtig? Jetzt steht auch Thomas dran. Sweet Ukarak. I don't even have money for another drink. Who are you? Bist du der Handwerker, der die Andenken des Wolfsjagdwettbewerbs hergestellt hat? Keepsakes? Yeah, I made them. But I made my last one a long, long time ago. It's been so long, I can't even remember how to use my tools. Oh, was ist geschehen? Also außer dein besoffener Kopf, so wie sich das anhört? I may not look it, but I'm very anxious. Whenever I begin a new project, I become consumed with doubt and indecision and... Bitte, es würde so eerie, so viel bedeuten. So eerie? You mean that girl Henry said? But I just mess it up and disappoint her. And not just one, but two. No, I can't. Ein Meister vergisst sein Handwerk nie. Ich glaube an dich. Alright, fine, I'll try. But I need total silence to work, so please don't make a sound. Das ist unglaublich, Thomas. Anyway, I hope so where he likes them. It feels great to pick up my tools again and get a bit of my old confidence back. I want to make you something too, someday. I don't feel quite ready yet. Kein Ding, mir geht es gut. Actually, you should visit Marianne, the accessory crafter. A well-crafted accessory can make you more powerful. Tell her I sent you, and she'll be good to you. Ach, sonst ist sie böse zu mir, oder wie? Thomas, a Castleton craftsman, reminisced about the past and recreated the same kind of wolf hunting keepsake he made in times long gone. Ich hab schon. He vividly remembered the days when Iskale raided his town, recalling that alongside young Henry, who bravely set out to rescue the children, was an unknown hero. Adventurer, did you... Hier sind die Wolfsjagdandenken. You're a real lifesaver! Thank you so much! I'm so happy that you did all this for me! I'll put this keepsake to good use. I'll offer it at Henry's grave to let him know the hunting contest is still being held in his name. Wozu brauchst du zwei Andenken? Actually, we weren't just saved by Henry.
There happens to be another hero who came to save us that day. However, that person vanished without even saying a word. Do you think I'll meet that other hero someday? If I ever do, I'll hold on to this other keepsake so I can give it to them. Oh, if you have the time, you should go and visit Henry's grave. You'll be able to find his tomb over in the abbey. That's the place where Henry fought Iskael. Oh, really? That'd be real nice. Castleton Abbey is located on a hill that's somewhere between the town and the plains. Okay, ist das jetzt unser nächstes... Ja, ist unser nächstes Ziel. Okay, das wäre dann... Ach nee, das ist weiter... Nein, ich wollte M drücken, nicht N. Das ist weiter weg, sehe ich gerade. Da hinten. Ach ja, 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 da waren wir ja schon mal. Da sind wir... Wie sind wir denn da hingekommen? Irgendwie über die... Können wir hier noch rum? Ja. Dann die nächste links. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, also das soll jetzt kein Gemecker sein oder so, aber ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Grafik nicht mehr ganz so scharf ist, wie sie vorher mal gewesen ist. Kommt das nur mir so vor oder habt ihr auch das Gefühl? Oh, Moment, was ist das denn? Laslans Delikatesse, Schmorbraten nach Laslaner Art. Wenn ein Gericht nach einer Region benannt wird, bedeutet dies meist, dass es sich dort großer Beliebtheit erfreute. Gut, aber wir wollen jetzt natürlich nichts über das Gericht hier lesen. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr das möchtet. Vielleicht kann man das auch nachkochen. Ich habe keine Ahnung davon. Aber da werden wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Da einmal durch. Das war eigentlich, war das jetzt doof, oder? Moment. Doch, das ist das Richtige. Ach nee, da oben. Nee, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Okay. Nachtollen eben dann genau, genau. Zorniger Wolf, wenn du mich jetzt gleich wieder angreifst hier, ne? So, das war das, wo wir so komisch hochgesprungen sind und dann fast tot waren, als wir wieder unten aufgekommen sind. Und ich immer noch keinen Plan habe, warum das so doof gemacht war. Ich weiß nicht, ob man da von oben irgendwie schweben sollte, aber das ist auch unlogisch, weil wohin soll ich schweben? Ich wollte ja da hoch. Also irgendwie weiß ich nicht. Das ist, ja, ja, das ist hier gewesen, genau. Gut, da hinten. Star Child, are you seeking a path? After all the twists and turns, you finally gave Soiri the wolf hunting keepsakes you've gathered. She was overjoyed, expressing her gratitude over and over again. So Eerie hoped that people would continue to remember Henry for years to come and told you the location of the abbey where he's buried. Damn, more wolves! I was sure I killed them all. Ja, ich würde dir helfen, wenn ich durfte. Who's there? Please help me out. The Alpha Wolf resurrects the dead wolves. It must be one of the three leaders of Iskael's pack. Habe ich kein Leben mehr? Das hört sich so komisch an. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich schießen. Hä, wieso ist... Der Alpha Wolf ist doch weg, oder nicht? Dieses dämliche Antappen, das regt mich auf. Das hat man...
Oder das habe ich bisher noch in keinem MMORPG gehabt. Außer in Final Fantasy. Oh, das ist nervig. Warum kann ich nicht einfach schießen, wenn ich nicht angetippt habe? Das verstehe ich nicht. Thank you. I couldn't have fought them off without you. Was genau ist hier passiert? Iskael is leading wolves to attack the village. What happened to the others in the abbey? What about the kids? Sagte das Kind. Iskael, die Abteil? Was soll das heißen? Ah, come to think of it, you're not from our village, are you? How did you end up in a dangerous place like this? You must leave. The wolves will be here soon. If you head downhill, you'll find the village. You'll be safe there. Sagte der Kleine mit der Fackel zu mir. Wohin gehst du? I have to look after the others here. The wolves attacked and the people in the abbey weren't able to flee the village. There are young children among them. We must rescue them quickly, if they're still alive. Lass uns unsere Kräfte bündeln. Really? It will be dangerous, but thank you. There was no one inside or behind the abbey. Let's look below. Weißt du, er steht hier mit seinem kleinen Schwertchen und seiner Fackel. Und Hey, I hear children. Oh no, there are wolves here too. So. Did you come here to save us? I want to go home. Komm mit mir mit. Komm. Really? Thank you so much. Because of Iskael, so many people. Was? I didn't want to be eaten. Nein, ihr werdet nicht gefressen. Also kommt drauf an, wenn ich mit der Steuerung weiterhin so schlecht klarkomme, vielleicht doch. I couldn't save everyone, but thanks to you, the children are safe. The wolves could be back any minute. I must get them to the village. It won't be easy to protect the children while we make our way down in the dark. Can you help me once more? Na, wenn du mich schon so verzweifelt anschaust. Aber natürlich helfe ich dir. Thank you. I don't know where you came from, but I'll never forget your kindness. Oh, I haven't properly introduced myself yet. My name is Henry Kassler. Would you mind telling me your name? Nenn mich. I won't forget. I'll lead the way. Please check on the children to make sure they're keeping up. Alter, die haben das so programmiert, dass mein Name denen nicht mal wichtig ist, dass sie den mit aussprechen. I'm scared. If we follow Henry and his friend, everything should turn out all right. Genau. Nein. I hear someone in the house. Doch, ich habe eins gedrückt. Hallo. Och, jetzt. Visier den doch mal an, Mann. Hallo da drin? The door is locked. It's okay, the wolves are gone. Please open the door. This door just won't open. I think it's broken. What do we do now? Ah, wir finden schon einen Weg rein. No, no, no. Doch, doch. Ja, ja, ich war ja gerade schon im Gucken. Was denn? Die Wand anreißen, wie soll ich das denn machen? Dagegen schießen oder was? Oh, cool. Hi. Who are you? Are those scary wolves still around? Ja, ich habe die mitgebracht. Das sind jetzt unsere Kumpels. Nein. Hallo, ich bin hier, um dich zu retten. You just saved my life. Those wolves were just outside the door and I felt so terrified. I thought
should I call you, Adventurer? Ich hab's gewusst! Wolves are gathering. The Marvessens. It's another Alpha Wolf. Henry, no! Ich hab's gewusst, ich hatte es vorhin schon so im Urin. Dass ich die andere Heldin bin, die sich da eingemischt hat. Jetzt mach! Take a break. Are you hurt? Aber wie? The children must be startled. Could we catch our breath for a moment? Achso, sprech mit Happy. Happy. Nicht Happy. Was flüsterst du da? Mir kommt das auch seltsam vor. Obwohl ich schon geahnt hatte. Tja. Aber dann würden sich die Leute nicht mehr erinnern. Aber gut, das, wenn er lebendig wäre, wäre es natürlich besser. Hallo, ich bin die Alpha-Wölfin, ja? Überall bekannt. Reise mit Henry. No more breaks until we get to the village. You can do it, right? Right. Kann ich den nicht irgendwie heilen? Hey, du Arsch, nicht wegrennen. Haut er einfach ab. Der ist so schnell. We should go slowly so the children can keep up. Hallo, die Kinder kommen doch überhaupt gar nicht mit, wenn du so rennst. The village is straight ahead. Can you bring them to the village for me? Warum kommst du nicht mit mir? I have to go back to the abbey. Iskael will be there soon. Oh. Was meinst du? Lately I've been having the same mysterious dream. In that dream I'm attacked, just like today. And in the end, I face Iskael alone at the Abbey. In my dream, only I know how to defeat Iskael. And after that battle, an age of peace returns to Castleton. Now I understand the meaning of the dream Hamel sent me. I know what I have to do. I'm not sure why Hamel chose me. I just know that it is my duty. Muss sich selbst opfern. I think it's already begun. The wolves are coming. We must protect the children. I'll take this side. Hallo. Noch jemand? We are out of time. I ask you once more, please make sure that the children make it to the village safely. And that howl. Dein Ernst? It's Iskael. The wolves have been resurrected. Please protect the children until the end. You beasts! Over here! Kommt mit. Obwohl ich ja lieber ihm hinterherlaufen würde. Dass man nicht schießen kann, wenn man nicht anvisiert hat. Das ist so dämlich gedacht irgendwie. Oh.
kann ich den wieder nicht treffen, weil ich den nicht antippen kann. Mann! The wolves have all been slain. I see the village. Also, ich bin ganz ehrlich, ich finde es bisher gar nicht so schlecht. Aber das mit der Kampfsteuerung, also, das ist so schlecht gemacht. Also, dass man es immer antippen muss und so weiter, bevor man irgendetwas schießen kann. Ich verstehe den Sinn dahinter überhaupt nicht. You're safe, my daughter. Ah, nee. I thought I'd never see my daughter again. I don't know how to thank you. Are you Henry's friend? I heard that Henry went up to the Abbey alone to save the children. Henry will sich Iskael an der Abtei stellen. No, that can't. Iskael is a monster. No human could stand against him alone. And Henry's weak. If he went to fight Iskael, he'd be killed in a heartbeat. I hope he can find some way to come back safely. Und ich befürchte das nicht. But a sword, and it will obey the will of one who needs. Now, wake up from the nightmare and choose your own. This little one is ready too. May you have a glorious journey. While you were standing over Henry's grave, the spirit of the divine beast Hamel appeared. As he used his mysterious power, a vision of the abbey where Henry and Iskael fought unfolded before your eyes. What was Hamel trying to tell you? If you are able to control the dangerous astral force, where will your path lead? Ja, das heißt, wir müssen jetzt zurück in die Hauptstadt, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, Moment, Abtei. Achso, hier. Da. Hab nichts gesagt. Moment, da ist noch was zu lesen. Über Hamel, ich, Mönch Ictinus, Diener des Gottes Aina, verfasse hiermit diese Schrift im Jahre 1199 in der Abtei von Castleton und gelobe, vor ihm nur die Wahrheit zu sprechen. Es begab sich im Jahr 1187, als ich mit Iverdit vor dem Krieg nach Süden floh, fand ich Zuflucht in der Abtei von Castleton. Der Fürst von Laslan zeigte sich Mönchen wie mir, die sich in einer schwierigen Situation befanden, gnädig und half uns, an das Leben im Dorf anzupassen. Es war zu dieser Zeit, als mich der Fürst darum bat, seinen jungen Sohn Henry alles über die Philosophie der Natur zu lernen. Also las ich mit ihm die Einführung in die Prinzipien der Natur von Chimenos. Henry war intelligent und von großer Neugier, und es fiel mir schwer, seine scharfsinnigen Fragen zu beantworten. Der Vorfall, den ich hier dokumentieren möchte, ereignete sich nicht lange, nachdem ich mich in der Abtei von Castleton niedergelassen hatte. Henry erschien wie gewohnt zu seinem Unterricht, aber während der Pause zwischen unseren Nachmittagslektionen verschwand er plötzlich. Henrys Begleitwache war ein junger Mann namens Matthew, den wir friedlich schlafend unter einem Baum vorfanden. Ihr werdet und ich weckten ihn auf und wir durchsuchten eilends die ganze Abtei. Wir suchten bis nach Sonnenuntergang, doch von Henry fehlte jede Spur. Wir waren ratlos und wussten nicht, wie wir dem Fürsten beibringen sollten, dass sein Sohn unter unserer Aufsicht verschwunden war.
Matthew erblasste, als ihm klar wurde, dass der Junge die Abtei allein verlassen haben musste. Glücklicherweise beherbergten die Ebenen rund um die Abtei lediglich Hirsche und keine gefährlichen Bestien. Aber er wusste, dass selbst die zähmste Wildnis tödliche Gefahr für ein kleines Kind bedeuten könnte. Wir suchten den Horizont ab und es war Iverdith, der als erster zu rufen begann. Er deutete auf den Hügel, der über den Ebenen von Hamel aufragt, und wir rannten darauf zu, so schnell wir unsere Beine trugen. Wir waren fassungslos angesichts dessen, was uns erwartete. Ein Rudel Hirsche, die in der Finsternis wie Saphire aufleuchteten, stürmten auf uns zu. Ein Ölbehälter, der auch da war, als du Henry getroffen hast. Rußspuren sind drauf. Okay. Bezeuge vergangene Ereignisse mit dem Unendlichkeitsgrad in der Nähe. Hamel, the sacred deer of the Black Howl Plains, met his demise. And his death heralded Iskael's return. Those who fled from the wolves found themselves isolated in the abbey. Iskael, with the power of the star fragment and backed by a pack of ravenous wolves, set upon them. While the people cowered in terror, Henry rose to the occasion. He had always admired Hamel's courage, and he took heart from it now, urging the others to escape. As Henry desperately battled against the wolves, Iskael rushed towards him. Henry knew of Iskael's weak point. Hamel had come to him in a dream, showing him what he needed to know, and so Henry hurled his torch at the bottles of lamp oil in the storeroom. The oil ignited instantly, and with each fiery explosion, the very ground beneath their feet trembled. Henry was caught in the flames, along with Iskael. All that remained when the others returned to the abbey were the bones and ashes of Henry and the wolves. Now the people of Castleton hold a wolf hunting contest every year to honor the courage and sacrifice of the young hero. Kapitel 2, der Niedergang der Grauzähne. Ja, haben wir jetzt hier was Neues? Gleite von der eingestürzten Mauer am Ende der Abtei nach Castleton, von Castleton nach Küstenklippe, um mit Helpy die Flüsterinsel zu sehen. Achso, da unten. Also kann ich aber dann theoretisch erstmal wieder zurückporten, oder? Also in die Stadt rein und ich muss dann da hinten zur Klippe. Machen wir das doch mal eben. Weil das geht eben ein wenig schneller als, ja, wenn wir da immer direkt hinlaufen müssten oder so. Ich würde allerdings sagen, damit das jetzt nicht noch komplett überhand nimmt, weil die Folge ja sowieso schon ziemlich lang war, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir haben, wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich, jetzt Kapitel 2 begonnen. Und ja, da werden wir dann mal in der nächsten Folge schauen, was da so auf uns zukommt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!